Für mich waren Gefühle immer gleichbedeutend mit geschnappt werden. Beides wirkt sich negativ auf meinen Beutel aus. Leider nimmt nicht jeder seinen Beruf so ernst wie ich. Ein alter Freund von mir, Basso der Boxer, möchte die Zofe von Lady Rumford Jennifer heiraten und mit ihr ein glückliches Leben führen. Schätze, der Knabe hat im Knast seinen Sinn für das Wesentliche verloren. Dumm für Basso, aber Lady Rumford hat andere Pläne. Nach einer Hochzeit würde die gute Jennifer vermutlich kündigen. Deshalb hat sie die alte Rumford zusammen mit ihrem weltlichen Besitz in ihrem Anwesen eingeschlossen. Basso hat mich gebeten, dass ich seine Herzdame dort raushole. Immerhin gehört das zu meinen Spezialitäten. Ich nehme ja normalerweise keine derart sentimentalen Aufträge an, aber das Rumford-Anwesen könnte einem Mann wie mir lukrative Möglichkeiten bieten. Außerdem schuldet mir Basso dadurch einen Gefallen. Und das kann in meinem Beruf eines Tages verdammt wichtig sein. Ich steige in der Nacht ein und sondiere für Basso das Terrain. Dann kann der verliebte Trottel seine traurige Herzdame ausführen. Nebenbei lasse ich einige Souvenirs für die Pfandhäuser der Stadt mitgehen. Dadurch sollte sich der ganze Aufwand auch für mich lohnen. Wenn nicht, wird Basso sich wünschen, er dürfte wieder im Crackleft-Gefängnis verrotten. Und wieder einmal zeigt sich, Ehrlichkeit ist menschenfreundlich, lohnt sich aber nicht. Ich habe das Schloss an der Seitentür für dich geknackt, Garrett. Das ist der beste Weg hinein. Okay, Basso, kein Mucks, bis ich dir das Zeichen gebe. Erstmal abwarten, bis die Jungs mit ihrem Schwätzchen fertig sind. Wenn du befördert werden willst, musst du dir den Arsch aufreißen. Für einen lächerlichen goldenen Streifen darfst du dir jahrelang die Füße wundlaufen. Ich habe keine Lust mehr, diese armen Schlucker zu jagen. Haben nichts verbrochen, außer dass ihre Mägen knurren. Wann schnappen wir uns endlich die echten Verbrecher? Wer macht da so einen Krawall? Meine Schicht ist eigentlich vorbei. Vermutlich hat er die Wachablösung wieder vergessen. Der Kerl schläft wahrscheinlich noch, fauler Bastard. Ich werde trotzdem aufpassen. Ich hasse das. Ich komme nie zu spät zum Dienst. Und dieser Penner kommt ständig zu spät. Wenn ich der Herr wäre, ich würde ihn an den Ohren zum Dienst schleifen. Die Treppe rauf. Hier muss Basso sicher nicht. Oh, ich sollte einen Blick um die Ecke werfen. Keine Ahnung, woher das Licht kommt. Hier ist es mir entschieden zu hell. Vielleicht kann ich die Fackel mit einem Pfeil löschen. Was? Psst! Hörst du was? Schon wieder eine Wache. Ich sollte dem Kerl das Licht ausknipsen, solange er mir den Rücken zudreht. Sieht aus, als ob jetzt der Weg für Basso frei wäre. Jetzt heißt's abtauchen und abwarten. Wer ist da? Jenny, ich bin's, Basso. Basso, bist du's? Basso. Die Geschäfte gehen ziemlich schlecht in letzter Zeit. Schuld ist dieser verdammte Sheriff Gorman Truard. Er macht ehrbaren Leuten wie mir und allen anderen, die er als Verbrecher betrachtet, das Leben zur Hölle. Ich war deshalb in letzter Zeit sehr vorsichtig. Schließlich will ich keinen Ärger. Leider hat mein Vermieter nicht vergessen, dass ich meine Miete noch nicht bezahlt habe. Er will mir morgen einen Besuch abstatten und das Geld abholen. Ich brauche also so schnell wie möglich etwas Bargeld. Ich werde mich im Lagerhaus in den Docks bedienen. Neben dem normalen Schiffsverkehr hat sich dort nämlich ein kleiner Schmugglerring eingenistet. Nicht zu viele Wachen, jede Menge dunkle Ecken und überall Eingänge. Die Sache sollte kurz und schmerzlos und vor allem profitabel über die Bühne gehen.
Vielleicht bleibt sogar für mich etwas übrig, wenn ich die Miete bezahlt habe. Ist ja schließlich nicht lange her, dass ich mich aus dem Geschäft verabschieden wollte. Naja, bis jetzt habe ich mich nur von meinem Standard verabschiedet. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mein Geld wieder als Taschendieb verdienen. Schon seit einigen Monaten nicht mehr gesehen. Wo warst du? Ihr müsst Uriel sein. Ihr seid zu spät. Ich dachte, ich hätte euch Hammeriten klar zu verstehen gegeben, dass ich Unpünktlichkeit hasse. Seid froh, dass ich überhaupt mit euch spreche, Ungläubiger. Es ist schon spät. Wir sollten zusehen, dass wir hier fertig werden, damit ich zu meinen Brüdern zurückkehren kann. Nun gut, mein übellauniger Freund. Folgt mir und ich zeige euch eure Fracht. Ich habe schon sehr viel Gold mit euch Hammeriten verdient, aber in letzter Zeit war es ja ziemlich still um euch. Ich benötige nur ein Viertel meiner normalen Bestellung. Das ist alles, was wir im Moment brauchen. Viele Brüder haben uns seit dem Aufstand dieser verfluchten Ketzer verlassen. Ketzer? Ihr sprecht von den Mechanisten, nicht wahr? Nennt diesen verfluchten Namen in meiner Gegenwart nie wieder. Sie folgen nicht dem Weg des Erbauers. Ein falscher Prophet deutet die heiligen Schriften auf infame Weise. Doch damit nicht genug. Diese Ungläubigen erheben seine Lügen zur Religion. Ich habe in letzter Zeit viel über sie gehört. Keine Ahnung, was ich von den Kerlen halten soll, aber wie mir scheint, haben sie Pläne, die Stadt zu verbessern, damit Menschen wie ich ein besseres Leben führen können. Das habt ihr Hammeriten nie geschafft. Ihr Hohepriester behauptet, der Erlöser zu sein. Diese wankelmütigen, adligen Narren lassen sich vom Tand täuschen. Jetzt hängen sie überall falsche Götzenbilder auf und sprechen lästerliche Gebete. Ich hörte sogar von Wesen, die nicht der Erbauer selbst erschaffen hat, die durch die Hallen kriechen. Oh, die Zeiten sind wahrhaft gottlos. Wenn es einen Weg zurückgeben sollte, ich kenne ihn nicht. Die Herrschenden in dieser Stadt sind verblendet und folgen ihnen gedankenlos. Dieser Tage wenden sich die Dinge stets nur zum Schlechteren. Tja, was auch immer. Lasst uns gehen, damit wir hier fertig werden. Sieht aus wie das Schiff von Captain Davidson. Zwielichtiger Bursche. Lebt von Schmuggel und Piraterie. Stimmt es, dass Captain Davidson vor etwa 4 Stunden eingelaufen ist? Ja, habe ich auch gehört. Ich hoffe, der alte Schmuggler hat wenigstens Gewürze an Bord. In dieser verdammten Stadt ist ja nichts mehr aufzutreiben. Mhm. Es ist, als wären alle Pflanzen in der Stadt gestorben. Ist dir aufgefallen, dass alle Bäume in Eastport welk und tot sind? Na, vielleicht schmuggelt Davidson ja demnächst Bäume. Keine Ahnung, wo er die Gewürze her hat, aber seine Preise sind saftig. Bald ist er ein reicher Mann. Eine riesige offene Tür. Ich sollte sie wieder schließen, sonst wimmelt es hier gleich vor Wachen. Sieht's aus wie bei einem Erfinder. Wäre doch gelacht, wenn ich nicht einige brauchbare Dinge fände. Ob sich wohl eins der Fenster öffnen lässt? Eigentlich müsste ich von hier aufs Dach kommen. Eine kleine Kletterpartie kann nie schaden. Am Dante, siehst müde aus. Solltest eine Mütze voll Schlaf nehmen. Ha, nur zu gerne würde ich jetzt ein bisschen dösen. Der Boss ist seit heute Morgen weg und ich bin allein für die Entladung und Katalogisierung aller Lieferungen für diese Mechanisten verantwortlich. Jedes verdammte Ding für diese Kerle ist aus Metall. Den ganzen Tag habe ich schwere Kisten rumgeschleppt. Ich kann kaum noch gerade stehen.
Ah, das sind in der Tat komische Vögel. Ich wohne in der Nähe von Dayport und hatte mal einen schönen Blick auf die Berge. Damals habe ich mit meiner Frau jeden Morgen den Sonnenaufgang angesehen. Aber die Zeiten sind vorbei, seit dieses Monster aus Metall den ganzen Tag einen Schatten auf mein Haus wirft. Oh, du sprichst von diesem Turm der Mechanisten? Ja, die Stadt hat sich im letzten Jahr wirklich verändert. Schuld daran sind nur diese Mechanisten. Ich war erst letzte Woche in Dayport. Dort sind alle Bäume gefällt und aus den riesigen Schornsteinen steigt stinkender Qualm. Ich weiß alles über diese mechanischen Wachen. Sie haben hier neulich in Halle B welche eingebaut. Angeblich sollen sie uns Wachen durch diese Dinger ersetzen, weil man sie nicht jede Woche bezahlen muss. Es gibt Gerüchte, dass wir demnächst alle gefeuert werden. Tja, wenn das stimmt, darf ich wie ein Ungläubiger im Wald leben. Tja, die Fabriken sind aber längst nicht alles. Als ich in Dayport war, musste ich eine Rechnung bei den Mechanisten abgeben. Stell dir vor, was ich gesehen habe. Überall waren diese mechanischen Gesichter, die mich anstarrten. Das war richtig unheimlich. Das kannst du mir glauben. Das ganze Viertel ist schon verpestet. Mein Haus war mal weiß. Jetzt ist es grau und mein Sohn ist ständig am Husten. Ist hier jemand? Hey! Was ist hier los? Was ist denn mit diesem Ding los? Sie sollten einen Teil Ihres Geldes endlich in vernünftige Fackeln investieren. So könnte man es sagen. Letzte Nacht klopfte ein verlockendes Angebot an meine Tür. Natürlich war ich zuerst misstrauisch. Aber mein Besucher sagte, die Sache wäre zu heiß, um über normale Kanäle angeleiert zu werden. Angeblich hatte ihm ein alter Freund von mir verraten, wo er mich finden könnte. Ich wollte gerade fragen, wer unser gemeinsamer Freund war, als mich der Kerl auf andere Gedanken brachte. Ich sollte für das Gold in die Shoals Gate Station, dem Hauptquartier der Stadtwachen, einbrechen und einem gewissen Lieutenant Hagen den Diebstahl von Beweisen unterschieben. Hagen ist Sheriff Truards Nummer 1. Offensichtlich ist der Kerl diesmal dem Falschen auf die Füße getreten. Mein ungewöhnlich zahlungskräftiger Auftraggeber hat mir alle Informationen gegeben, die ich brauche. Einschließlich einer detaillierten Karte des Gebäudes. Ich muss nur einen sicheren Weg in das Gebäude finden, dort meinen Job erledigen und mich dann wieder verziehen, ohne die Blauröcke aufzuwecken. In Shoals Gate einzubrechen ist etwa so witzig wie einem Drachen eine brennende Fackel in den Rachen zu halten. Allerdings könnte ich von dem Gold einige Zeit leben und außerdem macht es höllischen Spaß, den Hütern des Gesetzes mal wieder ordentlich einzuheizen. Abgesehen davon, bei meinem Glück stolpere ich früher oder später ohnehin in die Sache. Ich habe noch nie einen derart einladenden Kanal gesehen. Wenn ich nicht bald einen Weg finde, hole ich mir noch eine Erkältung. Was zum... Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ich liebe die Dunkelheit für meine dunklen Geschäfte. Dunkle Geschäfte in der Stadt. Hier schleicht sich irgendein Kerl rum. Ich habe Angst. Kein Grund, um Hilfe zu schreien, Ladies. Ich bin nur auf der Durchreise. Es gibt kein Gesetz mehr in der Stadt, keine Gerechtigkeit. Die Starken herrschen über die Schwachen. Schande über uns. Wir richten unsere schöne Stadt zugrunde. Sie ist ruiniert und wir sind am Ende. Ah, ein geheimer Eingang. Es wird Zeit. Ich mache mich jetzt auf die Socken. Okay, fangen wir ganz von vorne an. Was ist passiert? Nun, meine Dienerin Jennifer ist verschwunden. Sie hatte keinen Grund wegzulaufen. Ich habe sie immer wie meine eigene Tochter behandelt. Wer wird sich nun um mich kümmern? Madame, ich unterbreche Sie wirklich nur ungern, aber ihr kommt schon wieder vom Thema ab. Bleibt bitte bei den Fakten. Wollt ihr mir nun helfen oder nicht?
Ihr solltet wissen, dass ich eine enge Freundin von Vater Karras bin. Er hat großen Einfluss, wisst ihr? Von wem glaubt ihr, stammen diese hübschen neuen Gerätschaften? Ich bezweifle, dass er erfreut wäre, wenn er erfahren würde, dass ihr euch weigert, einer guten Freundin zu helfen. Verzeiht, Madam, ich versuche lediglich den Grund eures Problems herauszufinden. Je schneller wir hier fertig sind, desto schneller können wir nach eurer Dienerin suchen. Warum beruhigt ihr euch nicht und sammelt euch, während ich alles noch einmal zusammenfasse? Jax, hast du einen Moment Zeit? Ich will ja nicht neugierig sein, aber ich habe gehört, dass du dich den Wachen des Sheriffs anschließen möchtest. Tja, Truart sucht Männer für die Stadtwache. Und mit all diesen Sicherheitsmaschinen. Wer weiß, wie lange Wachmänner wie ich noch gebraucht werden. Aber hast du diese mechanischen Wachen des Sheriffs schon gesehen? Also ich möchte nicht mit diesen seltsamen Dingern zusammenarbeiten. Mechanische Wachen? Was meinst du damit? Also, stell dir eine gehende und sprechende Alarmanlage vor. Ach, wie soll ich es dir erklären? Sie sehen aus wie Menschen, bestehen aber aus Eisen. Sie haben Arme und Gesichter. Sie können dich sehen. Aber du musst sie nur einmal sehen, um zu wissen, dass ihre einzige Aufgabe das Töten ist. Ich nehme an, das ist wieder ein Stück Fortschritt dieser Mechanisten. Ja, vermutlich. Ich wollte es nur gesagt haben, bevor du deinen Job hier aufgibst. Ich würde dich wirklich vermissen. Danke, Meryl. Ich schätze, ich sollte nichts überstürzen. Trotz allem eine ruhige Schicht. Gute Nacht, Jax. Naja. Mal sehen, was sich gegen den guten Lieutenant Hagen verwenden lässt. Der Job wäre gemütlich, als wäre eines privaten Wachmanns längste. Der Sheriff ist kein Deut besser als diese blaublütigen Adligen. Noch dazu weiß er nicht, dass man die Dinge langsam angehen kann. Wieso müssen wir hier eigentlich Wache schieben? Könnten die Mechanisten hier nicht auch einfach einige dieser mechanischen Augen verteilen? Wir stehen hier, weil man uns nicht einfach abschalten kann, Blödmann. Oh, na immer noch besser als bei den Downwindern. Verdammt richtig. Kein Kanalgestank, kein Schimmel und weniger Ratten. Hast du mal überlegt, warum Truart uns angeheuert hat? Nee, wozu? Er hofft wohl, dass wir weniger Zeit haben, das Gesetz zu brechen, solange wir schützen. Gold ist Gold. Ist doch egal, ob es von Ruben oder Sheriff Truart kommt. Ich schätze, Schießübungen könnten mir nicht schaden. Nicht schon wieder. Wir brauchen dringend bessere Fackeln. Tja, das ist wohl Berufsrisiko, aber dass mir sowas passiert. Ich wollte mich im Barrack Pub mit Sammy treffen, um dort, Geschäfte zu machen. Aber neben dem Geruch von Bier und Rauch roch ich noch etwas. Es stank bestialisch nach einem Hinterhalt. Einige Wachmänner erwarteten mich bereits. Sammys Gesicht noch zu urteilen, hatte mich die kleine Ratte verpfiffen. Die Blaukittel schienen gar kein Interesse daran zu haben, mich zu verhaften. Sie wollten nur kurzen Prozess mit mir machen. Zum Glück habe ich immer ein kleines Ass im Ärmel. Ich sollte mich wohl besser in mein Versteck zurückziehen und mir meinen nächsten Schritt überlegen. Dazu muss ich nur an diesen Karren vorbei. Ganz zu schweigen von den Wachen, die sich in der Stadt herumtreiben. Wo bist du, Dieb? Kommt ihr nun freiwillig heraus oder muss ich erst Gewalt anwenden? Ich meine, dort haben ihn einige Blauröcke aufgelauert. Aber der Kerl konnte fliehen. Ich habe noch nie jemanden so schnell laufen sehen. Er ist einfach in den Schatten verschwunden. Du Feigling! Was geht hier vor? Ach, sie suchen nach irgendeinem Kerl, den der Sheriff hinter Gitter bringen möchte. Man sagt, sie wollen ihn tot oder lebendig. Wenn du mich fragst, ist ihnen tot aber lieber. Du machst dir zu viele Gedanken. Diese Stadt ist eine Festung.
Die Mechanisten werden uns bei der Verteidigung der Stadt schon helfen. Kein Grund zur Sorge. Also nochmal, sein Name ist Garrett. Der Kerl ist vermutlich bewaffnet und gefährlich. Der Sheriff will ihn haben. Tot oder lebendig. Könnten wir hier drüben noch einige Fackeln haben? Himmel, Arsch und Zwirn. Sie tauschen diese Dinger wohl ständig aus. Truat sagt, dieser Mann ist äußerst gefährlich und klug. Befolgt einfach seine Befehle. Ich sollte hier verschwinden, bevor sie mich sehen. Weiß eigentlich jemand, für wen der Sheriff wirklich arbeitet? Es überrascht mich, dass niemand jemals über seine Auftraggeber spricht. Was will der Sheriff mit einem ganz gewöhnlichen Dieb? Wozu der ganze Aufwand? Wir sind Wachen. Das ist unser Job. Ich fürchte, ich brauche eine neue Adresse. Aber zuerst sehe ich mir das Versteck an. Lass des Rates der Hüter befehle ich euch mitzukommen. Garrett, sei vernünftig. Die Logik gebietet uns das. Ihr verschwindet. Aber wir müssen... Jetzt! Ist dein Wissen inzwischen so groß, dass dir der Appetit nach mehr vergangen ist? Gibt es also kein Vertrauen mehr zwischen uns? Bringen wir es hinter uns. Tristis est anima mea usquerat. Meine Hand ist aus Kupfer, meine Stirn ist aus Blei. Meine Haut, sie rostet und ich schwimme in einem geschmolzenen Fluss in die traurige Unendlichkeit. Mein Schritt ist langsam, meine Gedanken sind verworren. Meine Tränen sind Tropfen aus Silber, die den kristallenen Fahnen zerschmettern. Ich flehe den Wind an, uns vorzuwählen. Wie poetisch. Von wegen poetisch, prophetisch. Das metallene Zeitalter hat begonnen. Ich pflücke den goldenen Apfel vom alten Baum. Ich wische den Rost von meiner Stirn. Bäume aus Eisen? Nicht in meinem Viertel. Spotte nur, wenn es dir hilft, Garrett. Aber kannst du mir eines verraten? Gibt es in deinem Viertel überhaupt Bäume? Interessiert dich die Antwort? Nein, gibt es nicht. Schicksal und Gefahr sind eng mit dem einen verbunden. Mit dem Abtrünnigen, der sowohl Bruder als auch Verräter ist. Gut, das klingt ja alles sehr gefährlich. Wisst ihr was? Ihr Hüter könnt meinetwegen in der ganzen Stadt Büsche pflanzen. Und ich kümmere mich um meine Angelegenheit. Ich finde alleine raus. Ihr seid ein Narr! Versteht ihr nicht, was uns bevorsteht? Habt ihr die Worte der Deuterin nicht vernommen? Doch, Hüter Orland, er hat sie gehört. Verzweifelt nicht, ich werde ihm folgen. Allein. Nicht um ihn zu überzeugen, sondern um die Tür zwischen ihm und uns offen zu halten. Warte eine Sekunde, bitte, Garrett. Eine Sekunde. Du schwebst in großer Gefahr, mein Freund. Jemand hat Truart auf dich angesetzt. Er soll dich töten. Ja. Nimm das. Je früher du deine Angelegenheiten geregelt hast, umso früher wirst du uns helfen. Verlasst euch besser nicht darauf. Mein Herz ist verstockt. Mein Herz ist verstockt. Mein Atem vergeht. Mit den Augen. Mit den Augen in den Anbruch. Des metallenen Zeitalters sieht.
Ich sah zu, dass ich sicher nach Hause kam. Dabei ging mir dieser blöde Brief nicht aus dem Kopf. Mir ist klar, dass sie mich manipulieren möchten, aber normalerweise verdrehen die Hüter niemals die Wahrheit. Sie halten sie nur ein wenig im Dunkeln. Tja, aber sonderlich viele Spuren habe ich im Moment auch nicht. Wenn du wissen möchtest, was der Sheriff denkt, gehe morgen Abend zum Mechanistenseminar in Eastport. Bleibe im Schatten und spitze die Ohren. Das Treffen könnte sehr interessant für dich sein. Hört sich an, als könnte ich bei diesem Seminar zur Abwechslung einige nützliche Dinge erfahren. Es gibt zwei offene Türme und einige Hintertüren, durch die ich mich einschleichen könnte. Die Katakomben unter der Kirche wären auch eine Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt störe ich die Ruhe der Toten nur ungern. Das Treffen findet vermutlich in einer Art Konferenzraum statt. Ich fürchte, ich kann da nicht einfach reinspazieren. Ich muss es nur bis zur Tür schaffen, dann kann ich zumindest ein wenig lauschen. Ich muss die Sache schnell durchziehen und mir schleunigst ein neues Versteck suchen, bevor die Blaukittel meine Spur aufnehmen. Naja, einen Vorteil hat das Ganze ja. Schlimmer kann's nicht werden. Wer zum Teufel heuert einen Mann wie den Sheriff an, um mich umzulegen? Ich muss einen Weg finden, wie ich da rüberkomme, ohne Krach zu machen. Bei dem Boden wird das nicht einfach sein. Eines sage ich euch, mein Bruder. Ich wünschte, die Kinder des Karas wären weniger furchterregend. Ihr seid nicht der Einzige, der sie fürchtet. Doch mit ihrem Aussehen sollen sie die Feinde von Karas abschrecken. Und all jene, die noch überlegen, ob sie Freund oder Feind sind. Denkt ihr, euer weicher Körper aus faulem Fleisch ist für das Auge des Erbauers angenehm? Nein, es ist eure Seele, die zählt. Mit den Kindern des Karas ist es genauso. Sie sind die gesegneten und unsterblichen Erben des Erbauers, während ihr und ich nur seine Werkzeuge sind. Wenn ihr das sagt... Diese Mechanisten... sind kein Deut besser als die Hammeriten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Mechanisten Sheriff Truett mit all diesen Maschinen versorgen. Ist der Sheriff schon da? Der Sheriff? Was will der denn hier? Bei Karas, Mann, habt ihr Blätter in den Ohren? Habt ihr etwa nichts von dem Treffen gehört? Ach, das Treffen. Ich hätte doch glatt vergessen, dass es schon heute ist. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche. Ihr müsst lernen, besser zuzuhören. Sonst findet ihr euch plötzlich in der Gosse wieder und die Zukunft rast an euch vorbei. Ich sollte sie besser nicht stören. Ich höre auch von hier alles bestens. Seht her, Truett. Aus einer gemeinen Straßenratte wird ein loyaler Diener, der gehorcht. Ist das einer der Stadtstreicher, die ich euch brachte? Die Veränderung ist atemberaubend. Er hat keine Bedürfnisse und keine Sorgen. Schön für ihn. Da ihr es schon erwähnt, Karas, mich plagen große Sorgen. Nicht, dass die Bezahlung nicht in Ordnung wäre. Nein, das ist es nicht. Ich muss nur sicher sein, dass ihr die nötige Vorsicht walten lasst. Der Name Truett ist hier in der Stadt sehr angesehen. Ich möchte nicht, dass er beschmutzt oder ruiniert wird. Vertraut mir, denn der Erbauer selbst leitet mich. Und der Baron muss nie etwas erfahren. Ja, es freut mich wirklich wahnsinnig, dass der Erbauer euch leitet. Aber mir wäre noch wohler, wenn ihr mich in eure Pläne einweihen würdet. Kommt schon, was habt ihr vor, Karas? Was ist so besonders an euren neuen Dienern? Ah. Es ist einfach unmöglich, etwas vor euch zu verbergen, mein lieber Sheriff. Also gut, ihr sollt eure Erklärung haben, in Form einer Demonstration. Ich könnte nur schwerlich in Worte fassen, was ihr gleich sehen werdet. Doch vorher muss ich euch bitten, von diesem maskierten Diener zurückzutreten. Ja, gut so. Ich bitte inzwischen unseren Freiwilligen, einen wirklich bedauernswerten Straßenjungen herein.
komm. Komm, mein Junge, und stell dich dort neben den maskierten Mann. So, seid ihr bereit? Dann sperrt die Augen auf, während ich dem Diener ein Zeichen gebe. Mein Gott, was ist das für ein rotes Gas? Beobachtet weiter, Tuart. Aber es vernichtet sie. Wir schweben in großer Gefahr. Fürchtet euch nicht, wackerer Sheriff. Wir sind weit genug entfernt. Seht, die Reaktion ist schon vorbei. Sie sind weg. Und was ist von ihnen übrig? Sand? Nein, das ist Rost. In der Tat, Rost. Und absolut ungefährlich. Bruder Fagin, ich bitte euch, kehrt die Reste der beiden weg. Ja. Also eine Waffe. Fantastisch. Unglaublich. Ich hoffe, ihr setzt eure Diener nicht eines Tages gegen meine Männer oder mich ein. Selbstverständlich nicht. Dann sind wir uns ja einig. Ihr braucht Versuchskaninchen für euer Dienerprojekt und ich kann sie euch besorgen. Vagabunden, Abschaum, Huren, alles brave Bürger, die niemand vermissen wird. Wir werden sie zusammentreiben. Irgendein Verbrechen werden sie schon begangen haben. Trotzdem ist die Sache riskant. Ich gebe euch 20, keinen einzigen mehr. Ihr bewahrt absolutes Stillschweigen über unsere kleine Transaktion. Und bezahlt mich natürlich im Voraus. Morgen ist die komplette Summe auf meinem Konto. Ich traue euch nicht, Karas. Ihr bekommt eure Probanden erst, wenn ich das Gold habe. Gut, damit wäre eigentlich alles geregelt. Ja, lebt wohl, Tuart. Seht her, meine Brüder. Mit der Effektivität des Erbauers konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens habe ich uns, wie ihr hören konntet, 20 Subjekte für die Umwandlung zu Dienern gesichert. Und zweitens habe ich mir die Loyalität unseres vorsichtigen Sheriffs Tuart verschafft. Ja, seine Loyalität. Tuart fürchtet einen Skandal, kein Wunder, bei seinen jüngsten Aktionen. Aber was er noch mehr fürchtet, ist, dass die Sache publik werden könnte. Reicht mir nun meine Wachszylindermaschine. Ich habe sie verwendet, um jedes einzelne Wort unseres verehrten Sheriffs einzufangen. Hört, meine Brüder. Und ich kann sie euch besorgen. Vagabunden, Abschaum, Huren, alles brave Bürger, die niemand vermissen wird. Dank dieser kleinen Aufzeichnung wird es Tuart nicht wagen, mich zu betrügen. Sonst hat er den Skandal, den ihr so sehr fürchtet. Bruder Fagin, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Maschine im Morgengrauen zur Bank gebracht wird. Brüder, für heute sind wir fertig. Kehrt an eure Arbeit zurück. Es überrascht mich nicht, dass die Mechanisten nicht die Heiligen sind, für die sie sich ausgeben. Heilig in dieser Stadt ist nämlich niemand. Wenigstens waren sie so freundlich, das belastende Treffen mit Sheriff Tuart aufzuzeichnen. Mit dieser Aufzeichnung habe ich vielleicht ein kleines Druckmittel, damit Tuart mir verrät, wer ihn angeheuert hat. Tja, wenn ich es nur schon hätte. Die Mechanisten haben die Aufzeichnung heute Morgen in einem Schließfach eingeschlossen. Zufällig habe ich eine Kopie des Schlüssels, mit dem ich das gute Stück öffnen kann. Es war nicht schwer zu erraten, dass die Mechanisten alle Geschäfte über die First City Bank abwickeln. Die Hütte ist übrigens eines der wohlhabendsten Etablissements der Stadt, das die finanziellen Bedürfnisse der oberen 10.000 befriedigt. Die Schatzkammer der Bank ist in einem riesigen Turm. Ich möchte wetten, dass sich dort auch die Schließfächer befinden. In der Bank werde ich in der großen Halle das Bankgeheimnis ein wenig lüften, um herauszufinden, welches Schließfach den Mechanisten gehört. Dann muss ich nur noch einen Weg in die Schatzkammer finden, mir die Aufzeichnungen schnappen und verduften. Mit Sicherheit ist die Bank durch unzählige Wachen und die seltsamen Sicherheitseinrichtungen der Mechanisten wie eine Festung geschützt. Ziemlich riskante Sache, aber ehrlich gesagt suche ich schon ewig nach einer guten Entschuldigung, warum ich in die First City Bank einbreche. Allerdings dachte ich bisher, dass ich das Risiko nur wegen des Geldes auf mich nehmen würde. Früher weckten einen die Vögel mit ihren Zwitschern auf und in der Nacht.
Das braucht er nicht mehr. Und jetzt ab zur Schatzkammer. Sind reicher als ihnen gut tut. Naja, zum Glück haben sie ja nicht. Das siehst. Hast du dich noch nie gefragt? Was gefragt? Woher all das Gold für den Marmor, die Schnitzereien und die Kunstwerke kommt? Von den Menschen, die der Bank ihr Geld anvertrauen. Nein, nein, wenn die Bank alles verschleudert, was geschieht dann, wenn sie es zurückhaben möchten? Tja, vielleicht sterben einige von ihnen früh und fordern nie etwas zurück? Möglich. Nun ja, ich bewahre mein Gold auf alle Fälle zu Hause auf, da ist es sicherer. Solange diese verfluchten Sicherheitsgeräte aktiviert sind, komme ich hier nicht durch. Vielleicht kann ich sie ja abschalten. Ich komme in die Schatzkammer erst rein, wenn der Riegel weg ist. Ist ja abgefahren. Mal sehen, wozu diese Hebel gut sind. Nein. Ursprung. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich hier nur noch brauchbare Informationen finden. Ich weiß nicht. Ist es wahr, dass ihr diesen Ort verlasst? Ja, Bruder. Ich habe einen Auftrag. Es ist meine Aufgabe, euch zu warnen. Seid also gewarnt. Sehr hilfreich. Ich sollte mich beeilen. Es ist Zeit für eine kleine Unterhaltung mit meinem alten Freund Sheriff Truart. Sozusagen Gedankenaustausch. Ich halte ihm einfach das kleine Beweisstück, das mir die Mechanisten freundlicherweise überlassen haben, unter die Nase. Wetten, dass er begeistert ist, wenn ich ihm anbiete, die Sache an die große Glocke zu hängen. Truart hatte einen Auftraggeber, als seine Freunde mir im Barrack Pub auflauerten, und ich bin sicher, dass er mir gerne erzählen wird, wer das war. Heute Abend feiern die Truarts eine kleine Cocktailparty. Ich muss also warten, bis alle Gäste weg sind. Truart hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, seit er Sheriff ist. In das Gebäude reinzukommen ist also möglicherweise etwas schwierig. Hoffentlich lässt mir ein betrunkener Gast eine Tür offen. Wenn ich endlich drin bin, wird der Sheriff bereits tief schlafen. Die letzten Gäste sind vor über einer Stunde gegangen und die Diener beseitigen nun die Spuren der Party, während die Herrschaften an der Matratze horchen. Ich muss jetzt erstmal über diese Mauer kommen. Ich glaube, dass irgendein Idiot den guten Honigwein auf den Teppich geschüttet hat. Ach, Benny, du hast den Honigwein verschüttet. Aber egal, es ist ja schon jemand unterwegs, der die Sauerei beseitigt.
Aber du verstehst nicht. Diese Penner haben keinen Respekt vor diesen wunderbaren Sachen. Benny, ich glaube, du hast zu viel getrunken. Bist du nicht eigentlich im Dienst? Ha, und wenn schon. Ich arbeite besser, wenn ich besoffen bin. Macht mich furchtlos. Wenn ich einen bösen Buben sehe, zeige ich auf ihn und sage, hey, böser Bube, was hast du hier zu suchen? Geh nach Hause oder du lernst mein Schwert kennen. Autsch, ich bin tot. Siehst du, niemand sollte sich mit dem alten Benny anlegen. Sicher, Benny. Du solltest deinen Rausch ausschlafen. Schluss für heute. Hey, hast du schon von dem Buffet der Party gekostet? Soll das ein Witz sein? Nicht mal die Ratten würden den Müll fressen. Nur mir hat's geschmeckt. Und jetzt gehe ich in die Küche und hole mir einen Nachschlag. Na dann, viel Spaß, Blödmann. Ich sehe in der Zwischenzeit nach dem alten Benny. Jede Wette, dass der Kerl wieder besoffen im Spielzimmer liegt. Oh, bevor du wieder über deine eigenen Beine stolperst, mach dir einfach Licht. Wenn ich den Schalter finde... Und sag Benny, ich lasse ihm in der Küche was übrig. Mhm. Truett scheint seine Eitelkeit nicht zu verbergen. Schnell! Schlagalarm! Riegel alles ab! Warum? Was ist passiert? Sheriff Truett wurde ermordet! Der Mörder muss noch im Haus sein! Was? Der Sheriff ermordet? Wie? Keine Ahnung! Schlag endlich Alarm! Wir brauchen Verstärkung! Hier läuft ein Mörder rum! Truett ist tot! Sucht den Mörder! Verflucht. Jetzt sitze ich schön in der Scheiße. Ich muss aufpassen, sonst halten sie mich noch für den Mörder. Ich habe ein Geräusch in Truetts Zimmer gehört, aber als ich nachsehen wollte, hat es aufgehört. Ich könnte schwören, dass ihm ein Schatten weglaufen sah, als ich ins Zimmer kam. Hätte natürlich sofort schießen sollen. Dann sah ich, dass der Boss tot war. Hast du das Gesicht des Mörders gesehen? Nein, es ging alles zu schnell. Er hatte sich über die Leiche gebeugt. Ich muss ihn wohl überrascht haben. Als er mich sah, ist er raus auf den Balkon. Mein Gott, war der Kerl schnell. Das kann kein Mensch gewesen sein. Jetzt erzähl mir nicht, ein Monster hätte den Sheriff getötet. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was es war. Aber eines weiß ich. Ich bin froh, dass ich nicht im Zimmer war, als das Ding den Sheriff kalt gemacht hat. Niemand hat so einen Tod verdient. Die Sache wird langsam kompliziert. Gut, Truett ist tot, aber das hilft mir auch nicht weiter. Der Kerl, der den Sheriff angeheuert hat, um mich aus dem Weg zu räumen, ist immer noch da draußen. Der Schlüsselring, den ich in Truetts Haus gefunden habe, gehört Lieutenant Mosley von der Stadtwache. Aber wie es aussieht, hat sie für die Tatzeit ein Alibi. Trotzdem steckt die Kleine vermutlich bis zum Hals in dieser Sache. Ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. Und das gefällt mir gar nicht. Und deshalb lasse ich Mosley nicht mehr aus den Augen. Früher oder später wird sie sich mit ihren Freunden in Verbindung setzen. Gerade hat sie das Wachhaus mit einem Brief verlassen. Und das lange vor Dienstschluss. Das ist meine Chance. Wenn ich ihr folge, sollte sie mich zu dem Kerl führen, der bei dieser kleinen Verschwörung die Fäden zieht. Ich darf mich nur nicht erwischen lassen. Mosley macht wohl einen kleinen Spaziergang. Ich bin gespannt, wohin sie geht. Wie konnte der Mörder hier eindringen und bis in den dritten Stock kommen, ohne auch nur von einem einzigen Diener oder Wachmann gesehen zu werden? Truett muss ihn gekannt haben. Da bin ich mir nicht sicher. Egal, wer das getan hat, er hat sich keine Mühe gegeben, es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Den Sheriff in seinem eigenen Haus umzulegen, in seinem eigenen Schlafzimmer,
Geheimprofi. Das macht doch niemand mit einem Bekannten, nur weil er nicht erwischt werden will. Ah, guter Ansatz. Trotzdem glaube ich, dass der Mörder einen Komplize im Hause hatte. Stimmt. Truart hatte sich jede Menge Feinde gemacht, seit der Sheriff war. Jeder außerhalb von Dayport hatte ein Motiv. Ich bin sicher, dass die Downwinder etwas mit der Sache zu tun haben. Donnell war nicht gerade begeistert, als wir sein Casino hochgenommen haben. Möglicherweise hat einer seiner Jungs dem Sheriff einen kleinen Besuch abgestattet. Ja, das überrascht mich nicht. Truart war bei der Rekrutierung seiner Wachen nicht gerade wählerisch. Zum Teufel, die Hälfte seiner Männer hat vorher für die Downwinders, für Ramirez und so, ziemlich jeden anderen Paten der Stadt gearbeitet. Irgendwie glaube ich nicht, dass sie die Nachricht verloren hat. Ich sollte besser einen Blick drauf werfen. Sieht aus, als steckt der gute Lieutenant mit den Trickstern unter einer Decke. Mal sehen, wer die Nachricht abholt. Ich ertrage es nicht. Überall Dächer und Straßen. Die Luft ist erfüllt von Rauch und Gestank. Nirgendwo ist auch nur ein Fleckchen Gras. Luft ist Behendigkeit. Erde ist Stärke. Wasser ist das Leben. Habt keine Angst. Ich verspreche euch einen schnellen Tod. Narr. Sein Heer besteht aus Eichen und Blättern und er wird euch vernichten. Haha! Ich werde euch auslöschen! Mich bekommt ihr nicht. Ein Friedhof, wie originell. Vielleicht sollten wir umkehren und euch zuerst ein Rückgrat schmieden. Oh, keine 10 Pferde bringen mich da rein. Ein Friedhof ist zu so später Stunde kein geeigneter Ort für die Lebenden. Was sollen wir da drin? Das ist der einzige Ausgang und ihr habt den Kerl bereits verletzt. Wenn er nicht herauskommt, ist er mit Sicherheit bereits verblutet. Schon gut. Beruhigt euer furchtsames Herz. Wir warten hier. Also ich werde hier sicher nicht warten, bis der Kerl auftaucht. Zum Glück habe ich keine Angst vor Totengräbern. Wo ist der Kerl? Verdammt! Ich schätze, hier gibt's noch einen zweiten Ausgang. Hallo? Ist da jemand? Damit habe ich nicht gerechnet. Hinter dem Friedhofsportal stand ich plötzlich im Wald. Nur von dem verletzten Trickster, dem ich gefolgt war, fehlt jede Spur. Er hat Mosleys Brief und ich wüsste zu gern, wohin er damit will. Ich muss ihn finden, sonst erfahre ich nie, was hier vorgeht. Der Kerl hat seinen Heimvorteil genützt und ist verschwunden. Aber da, auf dem Boden ist Blut. Ich hoffe, er ist zu sehr in Eile, um seine Wunde zu versorgen. So hinterlässt er eine wunderbare Blutspur, der ich bequem folgen kann. Wäre nur ärgerlich, wenn er schon unterwegs verbluten würde. Ich für meinen Teil habe keine Ahnung, wo ich bin und mit wem ich es zu tun habe. Und selbst wenn ich es wüsste, hätte ich keine Zeit, mich entsprechend zu bewaffnen. Also, tief durchatmen, Garrett. Und viel Glück. Was? Hier? Bringt die Kinder zum Versammlungsort. Rasch. Komm, Lily, wir müssen gehen. Lily? Jemand muss bleiben, um die Mechanisten aufzuhalten. Fern! Nein! Ah! Diese Leute hatten gegen die Mechanisten keine Chance. Dieser Brief, den der Trickster mit sich rumschleppt. Ich fürchte, er kommt zu spät. Ja, ich sah sie. Diese elenden Heiden begingen ein Ritual, das ihnen den Durchgang ermöglichte. Doch leider konnte ich ihnen nicht folgen. Ich bin wohl immer noch auf der richtigen Spur. Thank you.
Garrett. Victoria. Garrett, gegen wen wollt ihr kämpfen? Gegen mich? Oder gegen meine Disteln? Oder etwa gegen den Maulbeerbaum? Nur gegen euch. Nicht ich bin der Feind, Garrett. Niemand von uns. Das sind unsere Feinde. Mechanisten. Es ist kein Geheimnis, dass sie auch einen gewissen Dieb töten möchten. Euch, mein Freund. Daher wirst du uns in unserem Kampf unterstützen. Wieso sollten wir zusammenarbeiten? Das muss ich mir erst überlegen. Weil du keine Wahl hast. Ich werde den Tod eines Freundes rächen. Aber was verstehst du schon von Trauer und Ehre? Starkköpfiger, närrischer Mensch! Was vorbei ist, ist vorbei. Im Moment haben wir einen gemeinsamen Feind. Selbst ihr müsst das erkennen. Ich scheine im Moment jede Menge Feinde zu haben. Aber egal. Mir scheint, ihr habt alles im Griff. Ja, es ist wahr. Ich habe große Macht. Doch meine Stärke ist auf diesen Ort beschränkt. Doch was die Mechanisten betrifft, bin ich mir meines Sieges weniger sicher. Zu schade. Ich habe keine Zeit für eure rachsüchtigen Gedanken und beißenden Worte. Doch so viel ist gewiss, Garrett. Mit uns seid ihr stärker als allein. Wir beobachten die Mechanisten seit 3 Monaten. Ich habe in jedem Winkel der Stadt meine Spione. Euer Bericht, Larkspur. Wir haben einen in der alten Stadt verloren und 2 weitere in Dayport. Manchmal müssen sich Feinde verbünden, um einen noch schrecklicheren Gegner zu bezwingen. Also sprecht, Garrett. Ja oder nein? Seid ihr bereit, mit uns gemeinsam gegen die Mechanisten zu kämpfen und euer Wissen mit dem unseren zu teilen? Ich sinne nicht auf Rache. Die Erde ist meine Zeugin. Nun habt ihr meinen heiligen Eid darauf. Ich möge verflucht sein, wenn ich ihn breche. Nun, eure Antwort. Ich stimme euch zu, dass... Gut. Die Erde ist deine Zeugin. Schriften des Erbauers? Karras verfasst uralte Hamaritenschriften neu. Wir wissen nur noch nicht, wozu. Ihr wollt also, dass ich es herausfinde? Ja, aber es gibt noch ein größeres Problem. Karras gibt in Angel Watch, dem neuen Turm der Mechanisten in Dayport, ein großes Bankett für den Stadtadel. Wir müssen herausfinden, was er vorhat. Ihr müsst dort sein, Garrett. Heute Nacht. Mischt euch unter die Gäste. Angel Watch, ist das eure Art, euch an unsere Abmachung zu halten? Mich in den sicheren Tod zu schicken? Ist das wirklich Garrett, der Meisterdieb, den ich da sprechen höre? Wenn die Gefahr für euch ein Problem ist, dann... Schon gut. Was habt ihr noch für mich? Die Sicherheitsmaßnahmen wurden angesichts des hohen Besuches zusätzlich verstärkt. Es dürfte also schwierig sein, in den Turm einzudringen. Für euch vielleicht. Verlasst euch drauf. Ich werde sicher nicht an der Vordertür klopfen. Die Dächer heißen nicht umsonst Straße der Diebe. Ich habe einige Gegenstände für euch. Macht euch sofort an die Arbeit. Und außerdem... Vergesst nicht, die Taschen der Gäste zu leeren. Findet heraus, was es mit dem Cetus-Projekt auf sich hat. Das Wort ist in letzter Zeit immer wieder gefallen. Karras hat im Turm ein Arbeitszimmer. Ich denke, dort findet ihr alles, was wir wissen müssen. Brillante Idee. Ich soll Informationen über Karras Geheimprojekt sammeln. In seinem Arbeitszimmer. Ihr erinnert euch doch, wer der Feind ist. Oder etwa nicht, Garrett? Wenn eure Informationen nicht richtig sind und ich hierfür nichts meinen Hals riskiere, betrachte ich unsere kleine Abmachung für beendet. Und ihr könnt mir diese Frage noch einmal stellen. Das ist das Schloss der Zukunft. Ich werde mir täglich die Pacht abholen. Ruhig, du Hornochse. Du machst genug Lärm, um ganz Dayport aufzuwecken. Aber wenn es doch dunkel ist und ich nichts sehe? Du siehst gleich den Schaft meines Schwertes in deinem Auge, wenn du dich nicht endlich beeilst.
Da drin sitzt ein Wachtposten und wir sind beide geliefert, wenn er dich hört. Ist ja schon gut, aber eins würde mich doch interessieren. Wollen wir das Gold oder die Juwelen? Wir wollen alles, was du tragen kannst, Vollidiot. Und jetzt schnell, bevor wir gesehen werden. Oder möchtest du dein restliches Leben in einer Zelle der Blauröcke verbringen? Die Blauröcke? Wo? Komm endlich in die Gänge! Sieh an, Einbrecher. Na, ist ja nett. Aber das ist nicht fair! Das bedeutendste gesellschaftliche Ereignis dieser Saison! Und wir sind nicht einmal eingeladen! Ich bin ein Rothschild! Ist Ihnen das nicht klar? Ist Ihnen nicht klar, wie unglaublich bedeutend ich bin? Ich weiß, Liebling. Es gibt doch auch noch andere Empfänge. Abgesehen davon wollen wir doch auch mit Ihrer albernen Religion nichts zu tun haben. Natürlich, Liebling. Aber es ist doch so, dass, Ja, mein Schatz? Oh, verdammt. Sie haben die Bumblesons eingeladen. Die Bumblesons! Ich meine, die sind doch schon seit Jahren nicht mehr im engeren Kreis. Also, Frederik, findest du nicht, dass du jetzt ein wenig übertreibst? Nein! Ich bin Frederik Juniper Rothschild III. Und ich verdiene größere Anerkennung als diese Bürgerlichen. Oh, das weiß ich doch, mein Liebling. Wir geben einfach unseren eigenen Ball. Zur Hölle mit diesen Mechanisten und ihren Privatangelegenheiten. Die suchen doch ohnehin nur nach Geldgebern. Wir werden unseren eigenen Empfang geben und alle einladen, außer den Bumblesons. Würde dich das glücklich machen, mein Schatz? Oh ja, was für eine großartige Idee! Verglichen mit diesem Kerl klingen die Hammeriten richtig vernünftig. Ich sollte hier verschwinden, bevor sie mich sehen. Nachricht Nummer 1. Und das funktioniert? Oh. Meine lieben Gäste, willkommen in Angel Watch. Ich habe Sie hierher gebeten, meine außergewöhnlichen Bürger, um diesen Abend mit Ihnen zu feiern. Der Erbauer ruht niemals, deshalb kann ich nicht persönlich anwesend sein. Doch mit meinem Herzen und meiner Stimme bin ich bei Ihnen. Bruder Vilnia ist in der Zeit meiner Abwesenheit Ihr Gastgeber. Möge nun unser gemeinsamer Abend beginnen. So, Karas erscheint also nicht einmal auf seiner eigenen Party. Die Vordertüren sind verschlossen. Hat Karas Angst, dass ihm die Gäste weglaufen? Das ist genau der Punkt, Margaret. Jetzt sind sie glücklich. Sicher, dem Adel dienen zu dürfen, ist ein unglaubliches Privileg, aber die Sklaverei ist so ekelhaft. Keine Sklaven, Margaret. Diener, du hast Meister Karras gehört, aber wozu diese Haarspalterei? Vorher waren sie herumlungernde Irre. Hast du schon mal einen irren Eintopf kochen gesehen? Oder einen Stall wischen? Kein schöner Anblick, so viel ist sicher. Schwierig, hier unbemerkt durchzukommen. Gelobet seist du, Karras. Ich werde deine Feinde niederschmettern und alle Gegner zermalmen. Ich harre ungeduldig auf den Ausbruch des Kampfes. Verflucht! Ah, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Feindlich und gewalttätig. Ein Fehler. Habt ihr auch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Du wirst nichts finden, denn hier ist nichts.
Die Ungläubigen sterben niemals aus. Sie spielen unsere Bemühungen herunter und plappern von natürlichen Dingen. Doch das Licht des Erbauers wird auch ihnen eines Tages die Augen öffnen. Dann werden sie mehr leiden, als wir jetzt unter ihrer Verblendung leiden. Eines ist sicher. Karas hat seinen Verstand verloren. Nachricht Nummer 3. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun die Kapelle des Erbauers. Hier sinnen wir über seinen großen Plänen. Die Diener, die ich Ihnen schenkte, sind nur ein Beispiel für unser stetes Trachten, seinen Idealen zu folgen. Bevor sie zu Dienern wurden, waren die Seelen hinter den Masken verloren und unproduktiv. Nun sind sie ein Beispiel für Effektivität. Ach, wäre ich doch nur bei ihnen, um diesen Moment gemeinsam mit ihnen auszukosten. Doch ich schweife ab. Weiter mit der Führung. Das sind wirklich seltsame Zeiten, wenn der ehrwürdige Erbauer den Unwerten schmeicheln muss und seine Diener als Geschenke verteilt. Zweifelt ihr etwa an Karas Weisheit? Was wäre wohl, wenn er von eurer Insubordination erführe? Nein, nein, Vilnia! So meinte ich das nicht. Gut, dann hütet eure Zunge und macht, was euch befohlen wurde. Denkt daran, die Diener sind nur eine meisterliche List. Meister Karas kann sie stets kontrollieren, egal wo er ist. Am Ende werden sie nur dem Willen des Erbauers gehorchen. Ah ja, das Rostgas. Nur deshalb sehen sie so schwach aus, gar nicht wie Waffen. Ja, genau. Umso besser erfüllen sie ihren Zweck. Sorgt nun dafür, dass diese Narren zufrieden sind. Bleibt wachsam. Und immer freundlich lächeln. Ich bin bald zurück. Noch ein Mechanist. Ich schätze, die Hammeriten sind so ziemlich out. Seid gegrüßt, Garrett. Ein lange erwarteter, aber nicht wirklich willkommener Gast. Ihr seid überrascht? Ich habe euer Kommen vorhergesehen, wie ich nun euer Gehen vorhersehe. Seid ihr ein frommer Mann? Dann sprecht nun euer letztes Gebet. Eure Sünden sind euer Verderben. An alle Mechanisten! Jemand hat unsere Sicherheitssysteme überwunden. Beobachtet alle Ausgänge, Straßen und Dächer. Der Eindringling darf nicht entkommen. Oh, es wird Zeit, dass ich mir das Zeug schnappe und von hier verschwinde, solange ich noch kann. An alle Mechanisten. Jemand hat unsere Sicherheitssysteme überwunden. Beobachtet alle Ausgänge, Straßen und Dächer. Der Eindringling darf nicht entkommen. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber mit den Schriften des Erbauers hattet ihr recht. Karas hat irgendwas vor und dieses Buch hat etwas damit zu tun. Zu schade, dass er sich verkrochen hat, sonst hätte ich ihn seine Schriften fressen lassen. Ich wusste, dass Karas ein Fanatiker ist. Aber leider scheint er noch dazu ehrgeizig zu sein. Ihr sagtet, er verteilt diese Diener als Geschenke? Ja, und sie müssen irgendwie mit den Schriften in Zusammenhang stehen. Diese Diener sind Waffen und machen jetzt die Häuser der Reichen unsicher. Wenn das nicht unfair ist. Die Pläne bestätigen unsere bisherigen Vermutungen. Auf Markims Insel wird am Cetus-Projekt gearbeitet. Ihr wusstet von Markims Insel? Wisst ihr, wie schwierig es war, in dieses Arbeitszimmer zu kommen? Ich hasse es, wenn ihr meine Zeit verschwendet. Ihr seid arrogant, Garrett. Und ihr unterschätzt eure Bedeutung in diesem Spiel. Eure Dienste waren von unschätzbarem Wert. Und worum geht es bei diesem Cetus-Projekt? Die Zeichnungen sind zu abstrakt. Wir können sie nicht entschlüsseln. Aber dieser Name, Bruder Cavador, ist die beste Spur seit Monaten. Dann müssen wir den Kerl finden.
Ich wette, ihr würdet einem hochrangigen Mechanisten zu gern einige Fragen stellen. Ich werde versuchen, Cavador zu überzeugen, dass er mich hierher begleitet. Er könnte uns sicher viele Fragen beantworten. Möglicherweise hat Lotus, mein Agent auf Markhams Insel, Informationen über Cavador. Leider haben wir schon seit einiger Zeit nichts mehr von ihm gehört. Dann ist er wohl geschnappt worden. Ich werde vorsichtiger sein. Ich hoffe, dass Lotus noch am Leben ist. Er ist ein fähiger Agent und ein lieber Freund. Wenn ihr ihn findet, stehen wir tief in eurer Schuld. Ich hoffe nur, dass euch klar ist, welche Risiken ich für euch eingehe. Meine Dienste sind nicht immer so billig. Das ist ein langer Weg nach oben. Alles läuft planmäßig, Bruder. Selbst unter euren Füßen wird gearbeitet. Die Bauten, die diese Piraten hinterließen, sind strukturell angemessen. Offenbaren aber im klaren Licht des Erbauers ihre Unwürdigkeit. Schon bald wird es hier nur noch Eisen und Stahl geben. Ja, es mag wahr sein, dass der alte Weg grausam war. Doch im Nachhinein ist er auch effektiv gewesen. Seht euch um, Bruder. Überall faule Planken und zerborstene Bretter. Mit einem Hammer und einigen Nägeln könnte man alles wieder in Ordnung bringen. Ihr denkt schon wieder an die Vergangenheit, wenn ihr unwürdiges Holz reparieren wollt. Das ist närrisch. Fangt neu an, damit eure Bauwerke im Glanze des Metalls erstrahlen. Das Vergängliche verdient nicht die Aufmerksamkeit des Erbauers. Ich frage mich, was die Jungs auf Eis legen möchten. Lotus? Noch atme ich, Mechanist. Ich bin kein Mechanist. Mein Name ist Garrett. Garrett? Ja. Die Herrin sagte, ihr würdet kommen. Ihr wusstet, dass ich komme? Aber... Beeilt euch, mein Freund. Die Zeit, sie wird knapp. Es gibt einen Mechanisten namens Cavador. Karras braucht ihn. Vertraut auf sein Geschick. Karras fragt ständig nach. Fordert mehr und mehr von Cavador, das Cetus-Projekt. Cetus Amicus. Der Schrecken der Meere. Schrecken der Meere. Muss meine Herrin warnen. Keine Sorge. Ich werde Cavador finden und Karras aufhalten. Ihr braucht... Nehmt den Schlüssel. Seid auf der Hut. Und... Garrett. Ja, mein Freund? Was kann ich für euch tun? Die Kälte. Ich fühle nichts. Garrett, bitte, bringt mich in das Land, in dem alles grün ist. Tötet mich. Drei Dinge führten mich auf Markhams Insel. Victorias Agent, das Cetus-Projekt und Bruder Cavador. Leider konnte ich für den guten alten Lotus nicht mehr viel tun, aber immerhin gab er mir noch einige Informationen. Und jetzt weiß ich mehr über dieses Cetus-Projekt, als mir lieb ist. Die Kerle haben ein Schiff gebaut, das unter Wasser fahren kann. Sieht so aus, als wäre dieser hässliche Fisch aus Eisen das Verbindungsglied zu Cavador. Ich muss also auf dieses Schiff, wenn ich ihn finden möchte, ob ich nun will oder nicht. Ach, Victoria hat ja keine Ahnung, was ich hier für sie riskiere. Natürlich ist es nicht damit getan, Bruder Cavador an diesen seltsamen KD-Ort zu finden. Ich Idiot musste ja auch noch versprechen, dass ich ihn zurückbringe. In einem Stück. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Heimweg suchen. Es ist ja auch ohne Bruder Cavador im Schlepptau schon eng genug. Abgesehen davon gefällt es mir überhaupt nicht, wie ein Mechanist zu reisen. Und solange ich diesen geheimen Ort suche, werde ich Augen und Ohren aufsperren. Denn manchmal sind es Kleinigkeiten, die den großen Unterschied ausmachen. Ich
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Es war eine Schriftrolle, mindestens 100 Jahre alt. Ach, nicht schon wieder die verlorene Stadt. Ich hätte es wissen müssen. Dieses Mal verschwinde ich aber durch die Hintertür. Vermutlich waren es nur Grabräuber, die nur das schnelle Gold wollten. Gold und Juwelen. Sie sind einfach zu faul, hier nach den wahren Schätzen zu graben und zu dumm, um sie zu erkennen, selbst wenn sie sie fänden. Na, ich schätze, die Dinge haben sich verändert. Hm, das Ding ist sicher einiges wert. Na, was macht die Jagd, Bruder? Nichts. Absolut nichts. Na, dem Erbauer sei Dank. Verderbliche Wesen. Die Welt wird besser und dem Werk des Erbauers gerechter sein, wenn diese stinkenden Barracks ausgerottet sind. Certes, ich glaube, die Biester sind längst tot. Und doch jagen wir hier dem Phantom eines Barracks nach, der den armen Bruder Cavador gestört haben soll. Warum trägt er immer noch seine Maske? Hat er Angst, dass er jeden Moment angegriffen werden könnte? Sprecht nicht so abfällig über unseren Bruder und Führer. Denn spricht er nicht selbst mit der Stimme des Karas? Ohne seine Führung wären wir hilflos. Es ist nur recht und billig, dass er sich so gut es geht schützt. Mein alter Weg scheint immer noch frei zu sein. Als Hammerit musste ich oftmals die leise Verachtung der Ungläubigen ertragen. Doch das Gewand eines Mechanisten ist mit großem Prestige verbunden. Und ihr? Wart ihr niemals ein Hammerit? Nein, diese Brüder waren mir stets zu starkköpfig und ignorant. Sie wandten sich von Karas, unserem Herrn, ab, als er von Fortschritt sprach. Als ich von seinen großen Taten hörte, nachdem er die Hammeriten verlassen hatte, kam ich hierher. Es wird in der Tat schwierig sein, diese Aufgabe zu erfüllen. Es war bisher schon nicht einfach. Tja, bald habt ihr noch weniger Zeit. Zur nächsten Lesung müssen wir nämlich 2 Kisten liefern. Aber wozu diese Eile? Seit 1000 Jahren bewahrt diese Stadt die Geheimnisse für uns auf. Da kommt es doch auf eine Woche mehr oder weniger auch nicht an. Lasst eure Spielchen und zeigt euch. Halt ihn! Widerstand ist zwecklos. Na, wenn das nicht gemütlich ist. Mit unserem kleinen Kampf kann ich wohl kaum prahlen. Fliege und triff dein Ziel. Seht hier, Brüder, der Eindringling. Ich bin besiegt, so helft mir doch. Schätze, damit habe ich mir einen Orden verdient. Unser Gast, Cavador, hat wie ein Vöglein gesungen. Doch nicht buchstäblich. Glücklicherweise nicht. Cavador hatte den Auftrag, 2 Dinge zu liefern. Messingmasken? Diese seltsamen Masken von Karas Dienern? Und ein landwirtschaftliches Gerät namens Kultivator. Jeweils 30 Stück. Jeweils? Es besteht also ein Zusammenhang. Davon müssen wir ausgehen. Unglücklicherweise ist es uns nicht gelungen, eine Maske sicherzustellen. Hör zu, ich glaube, ich weiß, wie wir uns eine der Masken beschaffen können. Es gibt da einen Sammler namens Bram Gervasius, der sich für Masken und anderen Kopfschmuck interessiert. Als ich das letzte Mal in der verlorenen Stadt war, hatte der Kerl Unmengen von dem Zeug. Gervasius? Ich habe ihn beobachten lassen. Es scheint, als ob ihm die Mechanisten einige Angebote gemacht haben. 3-mal dürft ihr raten, wofür. Was wisst ihr über sein Haus? Gervasius plant eine Ausstellung. Er bringt seine Sammlung aus seiner Sommerresidenz hierher. Die Privatausstellung befindet sich im obersten Stockwerk. Dorthin gelangt man mit einem Aufzug, der von oben bedient wird.
Die Sammlung ist fast hermetisch abgeriegelt. Fast? Man spricht darüber, dass es irgendwo einen Geheimgang gibt. Dummerweise wissen wir aber nicht, wo. Dann muss ich ihn eben finden. Sofort. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn die Masken ankommen. Karas hat sich in der Kathedrale der Mechanisten verkrochen und egal, was er dort macht. Ich fürchte, die Zeit wird knapp. Das ist aber auch ein Mistwetter. Ich wünschte, ich würde eine dieser Ausstellungen bewachen, anstatt hier im Regen zu stehen. Weißt du irgendwas über diese Ausstellungen? Ich habe gehört, dass die Masken, die hier ankommen sollen, Magie besitzen. Und dass ein Fluch auf ihnen liegt. Na, wieder mal Nachtschicht, Mark? Kann dich der Boss etwa nicht leiden, oder was? Euer Stiefel. Es dauert sicher Wochen, bis ich diese verfluchten Dinger eingelaufen habe. Und bis dahin humpel ich durch die Gegend wie meine Großmutter. Soll ich dir ein wenig auf die Zehlein treten? Ach, verschwinde. Da ist doch kein Grund, sich so aufzuregen. Ihr seht Gespenster. Wisst ihr was? Dieser Ort ist verflucht. Eben wollte ich die Briefe unseres Herrn einsortieren, als ich diesen schrecklichen Lärm hörte. Und als ich mich umdrehte, war der Bereich M einfach verschwunden. Ihr habt ein komplettes Bücherregal verloren? Nein, nur die Bücher mit M. Das ist nur ein kleiner Teil des Regals. Ich würde eher sagen, ihr seid ein bisschen verdreht. Ihr versteht überhaupt nichts. Ich habe die Briefe auf den Boden gelegt. Und jetzt auch weg. Spurlos verschwunden. Ich hätte euch ohnehin nicht geglaubt, dass das ganze Regal weg ist. Ihr seid mir ja eine große Hilfe. Wenn ich zurückkomme, werde ich versuchen, mir einen dieser Kultivatoren zu schnappen. Ah, ein Lager. Ich bin sicher, Gervasius hortet hier jede Menge Zeug, das er nie vermissen würde. Oder zumindest erst, wenn es bereits zu spät ist. Ich muss aufpassen. Hier ist sicher alles voller Fallen. Seltsam. Irgendwas ist hier faul. Hilfe! Wie wär's mit einer gemütlichen Lesestunde, Garrett? Na, habt ihr eure Bücher schon gefunden? Nein, und ich werde diesen Ort verlassen, bevor es dunkler wird. Briefe hin, Briefe her. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir wünschen soll, dass die Bücher wieder auftauchen, wenn es die Geister nicht wollen. Ich muss mit Lord Gervasius sprechen. Hey, ich bin hier selbst neu. Ich werde mir ein Fläschchen mitnehmen und später auf Lord Gervasius und seine Großzügigkeit trinken. Nicht. Die Reaktion geht weiter, wenn genügend organisches Material vorhanden ist. Und wie lange? Wenn sich das Gas in Luft aufgelöst hat, ist der Spuk vorbei, wie es scheint. Garrett, wofür könnten die Mechanisten diesen Kultivator wohl verwenden? Tja, wir wissen, dass Karas die Teile in die Masken der Diener eingebaut hat. Ja. Und dass die Diener an die Reichen verschenkt wurden. Das ist es. Häuser mit Gärten.
Die Pflanzen dort könnten eine Reaktion verursachen, die stark genug wäre, um alles zu zerstören. Tja, ich schätze, wir brauchen einen Plan. Nein, dafür bleibt keine Zeit. Wir müssen in die Kathedrale der Mechanisten. Der Sender, von dem ihr gehört habt, ihr könntet ihn suchen, aktivieren und die Diener so zur Kathedrale locken. Dann müsst ihr Karras nur dazu bringen, dass er ihn befiehlt, das Gas abzulassen. Versteht ihr? Wenn ich die Kathedrale mit Pflanzen fülle, die für eine Kettenreaktion ausreichen, würde es Karras und seine Jünger erwischen und nicht die Stadt. Vergesst nicht, die Kathedrale ist versiegelt, luftdicht. Wenn wir in die Kathedrale hineinkommen, wenn ihr sie mit Pflanzen füllt, wenn ich den Sender aktivieren kann und das alles, ohne entdeckt zu werden, viel zu riskant, wir werden alle sterben. Karras plant mit diesem Gerät alles zu vernichten, was uns lieb und teuer ist. Alles ist bereit. Er muss nur noch den richtigen Befehl erteilen. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen handeln. Seid ihr blind oder wollt ihr es nicht erkennen? Euer Plan ist glatter Selbstmord. Ich habe eine bessere Idee. Und ich arbeite allein. Diane, Larkspur, ich muss mit euch sprechen. Jetzt. Ich bin hier gegen den ausdrücklichen Wunsch des Rates der Hüter. Wir sind Freunde, Garrett. Hör mich an. Victoria hat mit dem Sturm auf die Kathedrale begonnen. Nein. Ich hoffe, dass die Zeichen nicht recht behalten. Und die Blätter über ihm raschen. Schau mir in die Augen, du Narr! Victoria! Garrett! Ich habe versagt. Meine Pflanzen sind zu schwach. Sie können die Reaktion nicht auslösen. Diese mechanischen Bestien haben mich entdeckt. Doch eines kann ich noch tun. Dann liegt es an euch, mein Guter. Warte! Victoria, lass uns von hier... Victoria! Pflanze. Genau. Ihr seid Garrett, nicht wahr? So sieht man sich wieder. Und was ist mit dieser Holztante? Seid ihr gemeinsam gekommen? Tja, ihr seht, wie leicht das Böse gefällt werden kann, wenn der Aufrichtige die Axt hält. Gebt euch keine Mühe, Garrett. Ich sehe, dass ihr selbst jetzt noch versucht, mich aufzuhalten. Aber ihr könnt nichts tun. In meiner Kammer bin ich völlig sicher, selbst vor einem geschickten Mann wie euch. Bleib mir bloß vom Leib, Karras. Ja, euer Eindringen hier ist ein Zeichen. Möge die Welt nun die Ankunft des Erbauers erleben. Ich fürchte euch nicht, Garrett. Dennoch habe ich den Kindern des Erbauers befohlen, euch zu töten. Ihr werdet mich nie wieder stören. Hier muss irgendwo eine Anleitung für dieses Ding rumliegen. Ich weiß, dass ihr ein Ungläubiger seid, Garrett. Doch ihr seid klug genug zu erkennen, dass vieles, was ihr seht, das Werk der Mechaniker ist. Euer Metallauge zum Beispiel. Ich gab euch das Auge in der Hoffnung, ihr würdet euch uns anschließen. Doch ich habe mich geirrt. Ihr seid mir immer wieder entkommen, Garrett. Aber niemandem, nicht einmal euch, wird heute Nacht die Flucht gelingen. Wenn die Pläne stimmen, müsste es eigentlich funktionieren. Wer hat Truart, diesen Narren, getötet? Wart ihr es? Oder war es eure Freundin aus den Wäldern? Truart. Ich musste schmunzeln, als ich von seinem Tod erfuhr. Er war nichts weiter als eine Marionette, die sich für einen König hielt.
Immerhin hat er mich mit Material für meine Diener versorgt, aber um die Heiden oder euch aufzuhalten, war er zu schwach. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Richtung etwas finde. Wenn Karas mich aufstöbern sollte, habe ich nicht mehr viel Zeit. Danach habe ich gesucht. Jetzt zu meinem Plan. Sie den Sender verwenden. Karas ist verdächtig still. Ich glaube, er hat von meiner kleinen Sabotage nichts bemerkt. Jetzt aber nichts wie raus hier. Wir werden sehen, was deine Schutzkammer deinem Rostgas entgegenzusetzen hat. Ich habe so viele Dinge erschaffen. Ich formte Diener aus Abschaum. Ich baute riesige Bögen aus bloßem Eisen. Ich sehe euch. Und der, den sie Garrett nannten, kam. Er war ein Dieb. Die Täuschung und die Unsichtbarkeit waren seine Waffen. Doch Karas, der Tapfere, tötete ihn. Namen der Wahrheit und mit der Keule der Aufrichtigen. Preiset Karas! Ich sollte mich nach einem besseren Weg umsehen. Der Erbauer stand auf dem Boden und er sah, dass der Boden gut und rein war. Kein Gras besudelte seinen Weg, nicht das kleinste Unkraut trübte seinen Blick. Möge das Feuer geschürt werden. Erhöre uns. Schütze unsere Häuser. Erhöre uns. Zerschmettere unsere Feinde. Erhöre uns. Und segne alle deine Gläubigen. Erbauer, Former, Vater, erhöre uns. Thank you.
seine Obhut und sagte: Du bist das Kind meines Trachtens. Folge mir und wir machen uns in Erde untertan. Das alles stand so geschrieben. Alles? Victorias Tod. Karas, stand das alles in euren Büchern? Alles. So steht es geschrieben. Es gibt also noch mehr. Ja. Erzähl mir davon. Altavis, aspergite vos kinere.